Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu diesem Replay von der Missouri, dem Tier 9 Schlachtschiff. Und das Ganze ist hier von der Brett eingeschickt worden vom Clan Mu. Herzliche Grüße gehen raus an euch Jungs. Und nicht nur, dass er hier mit dem Missouri unterwegs ist, nein, alle seine anderen beiden Kameraden auch. Also da können wir jetzt auf jeden Fall was erwarten. Jetzt schauen wir mal, was er da macht. Da geht die erste Iowa auf. Und da gehen wir auch jetzt ins Live-Geschehen rein und schauen, wie die Schüsse jetzt so ankommen. Und da macht er schon mal die ersten 15.000 Damage und das mit der ersten Salve. Also wenn es so weitergeht, da läuft es mal richtig rund. Die Kameraden von ihm fahren hinter ihm her, sieht man schön an der Minimap. Also da wird zusammengehalten. So, und jetzt natürlich die York. Schöne Distanz, da können schon richtig scheppern. Mal schauen, was da so passiert. York ist auch hier gut seitlich. Schüsse kommen runter und hier sehen wir leider nur 1350 Schaden. Hat in der Theorie ein wenig besser ausgesehen. Aber was hier nicht ist, kann ja noch werden. Auf jeden Fall wird es da jetzt gleich richtig interessant. Denn nicht nur die York ist da, sondern auch noch die Iowa, die wartet dahinter. Und auch die fährt richtig gut seitlich zu ihm. Schüsse sind unterwegs. Und jetzt schauen wir mal, was da so passiert. Ah, die schauen nicht schlecht aus. Oh, 68.850 Damage. Holy moly, ist das mal ein Hit gewesen. Also die Zitadellen, 5 an der Zahl, das muss man erstmal so treffen. Da fährt man mit der Iowa, denkt sich, volle HP, kein Problem, ich habe hier die Macht, ich bin das Stickschiff. Und dann kommt eine Missouri-Salve und plötzlich ist man absolut der, der jetzt nichts mehr in der Runde zu suchen hat. Also wirklich beeindruckend, dieser Treffer, sehr, sehr schön. Und jetzt die York vielleicht hier wegmachen, nee, auf die kriegt das dann nicht raus. Da trifft nur einer und selbst der nicht wirklich schön. Iowa dreht jetzt natürlich bei. Die weiß ganz genau, ne, da habe ich jetzt mal gar keinen Bock mehr drauf. Und vielleicht macht er sie ja jetzt schon weg. Und da schlägt zwar einer schön von oben ein, aber nicht genug dafür, dass er ihn hier versenken kann. So, jetzt hat er nur noch 393. Seine Granaten fliegen auch hier schneller. Und da macht dein Kollege hier in der anderen Missouri, kurz bevor die Granaten einschlagen, den Kill, wird ihm hier geraubt, muss man ja schon fast sagen. Aber ich glaube, er wird nicht böse sein. Denn aktuell mit 90.000 Damage auf der Uhr, da kann er schon sagen, alles klar, läuft. So, und hier haben wir eine Colorado. Mal schauen, was auf die so möglich ist. Schauen auch gar nicht so schlecht aus. Und ja, 4.500, okay. Oh, Shokaku. Schönes Ziel. Und hier jetzt die ersten Flugzeuge, die da jetzt auch wieder vom Himmel geholt werden. Und wir sehen oben
hat sich der Damage auch nochmal gut erhöht. Ist jetzt bei 103.000, also da hat die Shukaku wenigstens noch einen gefressen. Und jetzt hier die Zerstörung auf die Blischka. So soll es sein. Schöner Treffer. Die Chapayev kommt da in seine Richtung. Er wartet hier erstmal ab. Bisschen im Rückwärtsgang. Aber es scheint hier kein Ungemach zu drohen. Also von dem her kann er sich jetzt wieder nach vorne bewegen. Muss aufpassen, dass er jetzt nicht zu leicht und zu viel zu treffen ist. Jetzt ist er schon fast Maximalgeschwindigkeit rückwärts dran. Jetzt heilt er sich auch mal. Hat hier noch ein paar Ladungen über. Und hier, oh, nochmal zwei Zitadellen. Und wir sehen, plötzlich ist der Damage Count auf 140.000. Das war nochmal ein schöner Treffer auf die Chapayev. So soll es sein, zweiter Kill. Und da ist er auf einmal schon mal 7 Zitadellen die Runde. Ja, die Shukaku ist schon ganz schön weit weg. Er probiert es natürlich, klar. Aber das ist eine Distanz, die muss erstmal überwunden und dann auch noch getroffen werden. Wir sehen oben 140.000 Damage hat er aktuell, aber da werden es nicht wirklich viel mehr. 3.500 knapp da gemacht. Die Iowa, die ist nicht schön zu treffen. Aber, naja, 4,5 ist dafür annehmbar für den Winkel, den er hier auf sie hat. Die Mogami, die ist natürlich schöner. Da wartet er jetzt, bis er jetzt hier gegenpendelt. Und die könnten jetzt auch wieder deutlich besser daherkommen. Die Torpedos, die machen nichts. Und ja, sie pendelt schön rein. Und auch da nochmal eine Zitadelle. Und macht seinen dritten Kill nochmal knapp 20.000 Damage. Also hier macht es der Brett sehr schön. So, und jetzt hat er mit der Iowa da ein sehr schönes Ziel. 8 Kilometer vorne drauf. Die erste Salve ist raus. Und hier hat 27.000 Schaden, 2 Zitadellen. Und nochmal und 12.000 und hier der Kill. Verdammt macht er das schön. Das kann man nicht anders sagen. So soll das sein. Also perfekt gemacht. Schön die Salve gesetzt. Und dann kam der Einschlag und der war wirklich massiv. So, jetzt hat er den Alcaramba gemacht, schön auf die Insel aufgefahren. Aber in dem Fall darf das auch mal passieren, sage ich mal. So, die Bismarck, die ist noch recht nah. Vielleicht gibt es da nochmal ein bisschen einen Damage. So, und er schickt sich da jetzt schon an. Und mal gucken, was da jetzt machbar ist. Leider ist der Winkel jetzt hier nicht schön. Da hat er schon vorher bessere und schönere Ziele gehabt. Aber was soll's, einfach mal drauf. Und trotzdem 6.600 Schaden. Jo, die nimmt man mit.
Sekundären von Bayern ist schon am Feuern. Vielleicht zündet er ihn ja auch an. Wäre auch noch schöne Nummer. Aber jetzt hat sie da noch gut gefressen. Noch 5615 Damage. Und einen Kill braucht er noch für seine Krake. Vielleicht ja mit der Salve. Und ja, da hat er die Krake freigelassen. Sehr fein. So, und jetzt hier die Ibuki hält er noch auf ihn drauf, aber wir sehen, der Gegner hat lediglich noch 4 Schiffe. Sein Team hat bisher nur 4 verloren. Also das läuft wirklich super gut. Dann kriegt auch schon die Grüße und sozusagen die Bestätigung für seine Runde von seinem Team. Und ihr seht, es sind noch 140 Tickets, die haben alle Caps. Also da muss es mit dem Teufel zugehen, dass hier irgendwo das Spiel noch aus der Hand gegeben würde. Aber jetzt nochmal einmal ein bisschen was auf die Ibuki drauf. Und auch doch mal 11.000 Schaden. So muss das. Und da drüben noch die Colorado. Die Shokaku ist ganz weit weg. Die hat sich da schon richtig verdünnisiert. Die letzten 70 Tickets sind da am Laufen. Nochmals Radar angeschmissen. Aber ich kann ja schon mal sagen, ich verabschiede mich, denn die Runde ist gleich beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Ansonsten alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.